Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Crusader Kings 3 Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und auch Verfolgen dieser Serie. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön, dass wir jetzt schon so eine solide Gruppe haben, die sich das hier gerne anschaut. Ich freue mich da sehr drüber. Und ja, wir starten auch gleich rein. Wir haben in den letzten Folgen hier Irland erobert, zu großen Teilen. In der letzten Folge haben wir ihn zu einem Vasallen gemacht. Er ist allerdings ein Schurke, beziehungsweise ein verräterischer Schurke auch noch. Also ganz, ganz schlecht. Wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn er vielleicht mal abtritt. Allerdings würden wir Anspannung bekommen, weil wir ehrlich sind. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht auch den Titel ihn aberkennen können. Ich glaube, sowas geht. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ob wir ihm irgendwelche Titel aberkennen können. Ne, wir können ihm einen verleihen, aber aberkennen können wir anscheinend nicht. Nee. Gut. Das belassen wir erstmal dabei. Falls ihr wisst, wie man das macht, könnt ihr mir das gerne sagen. Vielleicht jetzt auch erst, wenn wir noch einen höheren Rang haben. Und apropos höherer Rang. Das wird heute unser Ziel sein, denn wir stehen kurz davor, den Irland-Titel zu erhalten. Wir brauchen noch ein bisschen Gold, das heißt ein bisschen ganz schön Gold. Aber sobald wir das Gold haben, können wir dann loslegen. Bündnisse könnten wir hier auch noch aushandeln mit unseren Söhnen. Ich finde das aber nicht wirklich interessant, weil wir können sie dann nicht mehr in den Krieg rufen. Wir wollen ja weiterhin von ihnen profitieren als Vasallen. Und dementsprechend bleiben die das auch. Er erwartet jetzt hier einen Ratsposten. Finde ich auch gar nicht so schlimm, denn er hat relativ gute Kriegsführung mit 19, ist sogar besser als Hakon. Und das heißt, wir können ihm einen Ratsposten geben und dann ist er auch glücklich. Natürlich wird Hakon nicht so glücklich darüber sein, aber Hakon ist jetzt kein Landbesitzer, wenn ich das richtig sehe. Also er hat kein Land. Er hat eigentlich gar nichts, außer seinen Ehepartner, der auch unser Ratsspitzel ist, lustigerweise. Aber er kann dann zu einem unserer Soldaten werden. Das Problem ist natürlich mit ihm, dass er ein verräterischer Schurke ist. Das heißt, umso näher der an uns dran ist, umso gefährlicher wird es, denke ich mal. Die genauen Mechanismen dahinter kenne ich noch nicht. So lange spiele ich das Spiel ja auch noch nicht. Aber man sollte auf der Hut sein, wen man da an sich heranlässt. Und ja, haben jetzt aber mal eben 50 Meinungen bekommen. Und ich denke, wenn er eine gute Meinung hat, dann wird er uns auch nicht irgendwie in den Rücken fallen. Zumindest denke ich das jetzt einfach mal. Wir haben hier jetzt mächtiger Vasall. Dieser Herrscher ist ein mächtiger Vasall, der erwartet, im Rat zu bleiben. Er ist außerdem homosexuell. Ja, ob uns das wirklich hilft, ich glaube ja nicht. Aber was hilft, ist, dass er im Rat ist. Dann wird er wahrscheinlich diesen Posten auch nicht irgendwie torpedieren wollen in Form eines Verrates. Schätze ich jetzt einfach mal. Der ist erstmal zufriedengestellt. Das ist gut, weil er ist wirklich mächtig. Er macht einen großen Teil von Irland aus und das möchte ich auch nicht aufs Spiel setzen hier, weil wir werden heute weitergehen. Wir werden heute hier einen weiteren Teil erobern. Und zwar mit 585 stellt er überhaupt keine Gefahr für uns dar. Er hat auch nur noch einen Bereich, den er abgeben kann. Und den holen wir uns jetzt auch. So, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel Krieg machen. Ich möchte mich mal ein bisschen erholen, aber gerade jetzt müssen wir das tun. Bevor andere das tun, bevor andere sagen, hey, der sieht gerade nicht so gut, sieht nicht so gut bei ihm aus, da können wir einfallen und dementsprechend sollten wir jetzt reagieren. Und das tun wir auch. Er baut seine Armee auf, wir bauen unsere auf, aber er kann mit unserer nicht mithalten. Noch, jetzt gerade noch, aber später nicht mehr. Also hier kommen jetzt alle, wird er langsam aufgebaut. Und ich habe, genau, einen Gefangenen, mit dem, da möchte ich mit euch drüber sprechen, warum ich den nicht hinrichten oder foltern werde oder so. Das hat einen ganz einfachen Grund.
Und zwar habe ich mir den mal angeguckt und ein Freund von ihm ist unser Ratsverwalter. Und ich möchte eigentlich nicht, dass unser Ratsverwalter uns nicht mag. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal frei. Sekunde bitte. So, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach frei. Und wir wollen nichts dafür. Wir wollen auch seine Bekehrung nicht. Wobei Bekehrung ist ganz interessant, dass wir unseren Glauben so ein bisschen ver... Na, aber das können wir auch anders machen. Da brauchen wir ihn jetzt nicht für. Deswegen, wir lassen ihn einfach frei. Dann wird der hier uns nicht irgendwie böse sein. Und wir haben einen weiteren Freund. Na, das heißt Freund, aber zumindest ist er nicht böse. Ja. So. Er hat einen Krieg gewonnen. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Euer Nachbar Jarl hat einen Krieg gewonnen. Na, der hat ja auch Mächt... Na, der hat gar nicht mal mächtige Verbündete. Ganz im Gegenteil. Seine mächtigen Verbündeten sind nur noch ein Schatten. Also klar, die haben hier relativ viele Bondis. Ja? Ja, wobei schon. Die haben recht viele Bondis. Also so schwach sind die nicht. Aber Aufgebote haben die kaum noch. Aber Aufgebote sind, wie wir wissen, nicht sonderlich toll. Und ich würde auch sagen, für die Zukunft wäre es mal ganz sinnvoll, dass wir hier ein bisschen ausbauen. Das werden wir heute auch tun. Wir opfern ein bisschen unserer Prestige dafür. Aber jetzt werden wir erstmal hier einfallen, weil er hat sowieso keine Chance. Und ja, das ist so ein bisschen unglücklich, dass man hier oben die militärische Stärke, habe ich immer so an den Aufgeboten eigentlich abgelesen, aber das ist ja völlig unsinnig. Sondern die Bondi hier und die Wigman, die sind ein Problem. Ne? Wenn die in voller Anzahl dastehen, das kann dann schon ganz schön böse enden, wenn wir dann natürlich denken, ach ja, die haben vielleicht 200 Leute und wir haben 400, aber wir haben fast nur Aufgebote. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wobei 400 jetzt auch kein riesiger Vorteil ist. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir werden jetzt hier rübergehen und ihn erobern. Wir werden auch wahrscheinlich einen entscheidenden Sieg erringen. Ein gesunder Lebenswandel, das ist auch sehr schön. Unsere Frau lebt länger. Das ist sehr gut. Sie ist, glaube ich, auch schon wieder schwanger, oder? Nein. Erik Thorfinnsson Orming, ein Jahr alt. Erik, haben wir... Genau, Erik... Doch, das stimmt, ich erinnere mich wieder. Sorry. Es ist immer so viel passiert hier. An manche Sachen erinnere ich mich gar nicht. Bevor ich es mir hier wieder ins Gewissen rufe. Aber wir haben so viele Kinder. Corey, Basti, Grima, Damon und Erik hier. Wir haben 5 Kinder schon. Müssen wir eben kurz schauen, ob die... Ja, ob wir hier... Schildmeid berufen. Interessant. Gut, aber das machen wir bei ihr nicht. Wir wollen auch nicht, dass unsere Tochter sich da irgendwie in was stürzt. Den Vormund haben wir schon bestimmt. Wie ist es bei ihm? Vormund haben wir auch bestimmt. Bei Basti haben wir auch einen Vormund. Mündel am Vormund entfernen, ja. Haben wir auch einen Vormund, okay. Hat einen Regent, aber nicht mehr lange. 13, ich glaube in der 18 hat er dann keinen Regenten mehr. Also keiner, der für ihn Entscheidungen übernimmt. Das ist ja der Regent, oder? Wie gesagt, könnt mich gerne korrigieren. Immer gern gesehen. Ich versuche mich da ja momentan erstmal reinzufummeln. So, Vormund haben wir hier ebenfalls. Und bei Erik haben wir noch keinen Vormund. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir hier auch einen guten Lehrer haben. Und da bin ich mal... gespannt, wer sich da so anbieten würde. Also unsere Frau wäre gut. Die ist gut in Diplomatie. Bildung ist halt nicht so gut. Andere Charaktere nehmen Bekehrung verlangen mit einer Wahrscheinlichkeit an, verringert Prestige, bla bla bla. Aber ich denke, das hat nichts damit zu tun, sondern wenn wir das Kind in eine gewisse Richtung ausbilden wollen, sollten wir halt jemanden nehmen, der genau in dieser Richtung gut ist. Und ich würde sagen, er bietet sich das schon an, weil er ist ganz gut in Kriegsführung und auch Verwaltung, aber vielleicht schauen wir mal ganz woanders. Vielleicht schauen wir mal ganz weit
in den Osten und gucken da mal, ob wir da nicht jemanden haben, der vielleicht ein besserer Lehrer wäre. Und er ist ein phänomenaler Lehrer. 21 Verwaltung, ein bisschen Kriegsführung und noch Diplomatie und ein guter Kämpfer. Ich glaube, wir bieten ihn das einfach mal an. Vormundschaft anbieten. Außerdem stärkt das noch so ein bisschen unsere Bande. Das finde ich... Oder Mündel anbieten, müsste ich dann sagen, ne? Genau, Mündel anbieten, so. Und da werden wir dann einfach mal unseren Jüngsten nehmen. Und kann ich ihn auswählen, den Jarl? Er ist ja der Empfänger. Hä? Ach, ich kann ihn gar nicht auswählen anscheinend. Ah, das hatte ich gerade... Ach, das sind die an seinem Hof. Ich kann jetzt trotzdem jemanden auswählen, der an seinem Hof ist. Ah, okay. Da könnte ich seine Freya nehmen. Aber die hat nur Verwaltung. Ich wollte ihn eigentlich haben. Ich schaue mal eben, ob es da eine Möglichkeit gibt. Also ich kann anscheinend von seinem Hof welche auswählen. Und Schweden? Was passiert da hinten in Schweden? Wie groß ist bitte Schweden? Holy. Okay. Vielleicht hätten wir uns dem Krieg doch mal anschließen sollen. Schweden macht sich da nämlich ganz schön breit. Gut, wir haben auch andere große Feinde. Oder andere große... Ja. Ländereien. Da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Und ob ich dann überhaupt einschätzen kann, wie deren Truppenstärke ist. Wessex hier wird auch nicht einfach. Die haben auch ordentlich. Deswegen mal sehen. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Und genau. Bevor ich jetzt das vergesse, das tue ich nämlich gerne, suche ich jetzt erstmal das ein bisschen anders. Und zwar über Charakter finden könnten wir auch Leute finden, die in unserer Nähe vielleicht sind. Und denen wir die... das Mündel anbieten können. Wir gucken einfach mal. Ich werde ja jetzt einfach mal ein bisschen was einstellen und dann gucken wir mal. So, ich habe mir das jetzt mal angeschaut und wir können richtig gute Charaktere finden, indem wir hier auf den Filter gehen, beziehungsweise auf Charakter finden und dann den Filter so einstellen, dass wir nur diplomatische Reichweite innerhalb haben. Das reicht schon. Und da finden wir hier unglaublich gute Leute. Hier einer mit 31 Kriegsführung, der auch gut in Verwaltung ist und so weiter. Also wir haben hier wirklich unglaublich gute Charaktere. Und wir finden die besten. Hier zum Beispiel haben wir jemanden, der einfach mal 27 Verwaltung hat. Das ist der Hammer. Ich würde sagen, wir bieten ihn... einfach mal das Mündel an. Er ist auch jung. Und das heißt, er wird unser Kind ausbilden können. So. Ich weiß gar nicht. Haus Vlandren, wo ist denn das? Wo befindet er sich denn? Oh, der ist weit entfernt. Das stört uns nicht. Also mit dem haben wir dann erstmal nichts am Hut. Das können wir so machen. Dann nehmen wir Erik. So. Und dann nehmen wir ihn hier mit 27 Verwaltung und der ist auch gar nicht so schlecht in Diplomatie und im Ränkespiel und Bildung. Also der ist an sich ein wirklich sehr, sehr guter Charakter. Und ich finde es verdammt cool, wie man die finden kann. Einfach über Charakter finden. Und ich denke, er wird ein guter Lehrer sein. Ich bin sehr gespannt, wie das auch die Beziehung zu ihm hier beeinflussen wird. Zum Glauben konvertieren. Ach so, okay. Kultur wechseln, das gilt aber nur für ihn, für Erik. Gut, machen wir das so. Mündel. Und er wird sich dann um ihn kümmern, um seine Ausbildung. Erik bricht nach Zeeland auf. Gern darf... mein Champion unterweisen in der Erziehung für einen edlen Geist. Sehr schön.
Dann wird er sich jetzt auf den Weg machen und wird dort unterrichtet von einem der besten Verwalter des Landes. Oder besser gesagt der Umgebung. Der gesamten Welt vielleicht nicht, das wissen wir nicht. Aber so der Umgebung. So, nicht des Landes, der Umgebung. Und wir haben natürlich gewonnen und einen Gefangenen gemacht, den Oberhäuptling. Und da könnte man natürlich jetzt auch fies sein, aber wir sind mal nicht so gemein und richten ihn mal nicht einfach hin oder so. Sondern schauen uns erstmal seine Fähigkeiten an. Er ist nicht sonderlich gut in irgendwas. Also Diplomatie, ja, 13 ist aber jetzt auch nicht so gut. Er hat auch keine guten Fähigkeiten. Ja, sind beide jetzt nicht so toll. Muss man ganz ehrlich sagen. Also die sind nicht wirklich zu gebrauchen für mich. Gut. Wir haben schon gewonnen. Wir können unsere Forderungen hier schon durchsetzen. Zack. An den abstoßenden Jarl Thorfinn. Möge euch Weisheit stets fremd bleiben. Den Spruch kenne ich schon irgendwo her. Falls ihr euch erinnert an den Krieg. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Wir haben Ruhm bekommen, wir haben hier Legitimität und so weiter. Sehr, sehr schön. Und wir können natürlich wieder auflösen und haben den Krieg für uns entschieden. Und hier einen ganz großen Teil von Irland besitzen wir mittlerweile. Ja, das Problem hier ist, der hat sehr, sehr starke Verbündete. Also wenn wir nicht gerade ihn irgendwie töten können, was halt aufgrund unserer Veranlagung auch nicht so toll ist. Ja, wie bekommen wir ihn dazu? Seine Bündnisse aufzugeben? Wahrscheinlich gar nicht. Der ist erstmal für uns tabu. Hier hingegen geht es in seine Landschaften und ich sag mal, da können wir einfallen, weil er ist nicht so stark. Seine Verbündeten sind stark, aber ja, das ist für uns eigentlich egal. Was heißt stark? Stark ist auch übertrieben, aber gucken wir uns erstmal an, was wir mit ihm machen. Boah, ehrlich gesagt, Lösegeld, niemand, doch, bezahlt. 10. Okay, machen wir. Dankeschön. Kann's gehen. So, hau ab. Wie sieht es hier unten aus? Wir haben hier nur einen Angriff. Den könnten wir theoretisch auch in die Tasche stecken. Aber ehrlich gesagt, denke ich, dass wir erstmal ein bisschen warten sollten. Wir erholen uns gerade sehr gut hier. Und vor allem müssen wir hier auch mal unsere Position ein bisschen festigen. Ich denke, da wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal die Füße stillhalten und mal gucken, was wir hier noch so machen können. Karawanenführer wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wir können ja mal schauen, ob sich irgendjemand dafür eignet. Eine gute Eignung. Champion von euch. Ja, warum denn nicht? Setzen wir noch da ein. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, das kostet natürlich alles Geld im Monat. Entsprechend möchte ich da jetzt auch nicht zu viel machen erstmal. Gut, dann werde ich jetzt einmal die Zeit so ein bisschen laufen lassen. Und wir schauen mal, ob was so passiert. Ach, über der Domänenschwelle, ui. Verursacht, glaube ich, noch keine Abzüge. Genau, das dauert eine gewisse Zeit. Aber wir können das schon mal machen. Wir haben jetzt das hier übernommen. Und wir schauen mal eben, was wir abgeben können. Ich würde sagen, dass wir den Hauptsitz auch mal verlegen. Weil langsam lohnt sich das. Nur wie machen wir das denn? Den Reichssitz vergeben. Beziehungsweise vergeben. Verlegen. Wie können wir das denn machen? Ich schau mal eben. Wie immer, ein wenig versteckt. Aber ich habe es gefunden. Und zwar ist hier ein Button, Reichssitz hierher verlegen. Und ich denke, das ist ein guter Punkt. Wir werden eventuell inaktiv. Ja, wir haben da nicht so viele Gebäude. Also wenn wir hier oben mal reinschauen,
Da haben wir gar nichts. Okay. Aber wir werden den Reis jetzt runter verlegen. So. So. Da müssen wir natürlich jetzt unsere Kontrolle erstmal erhöhen. Aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Hier wird ja sowieso schon die Kontrolle gerade erhöht in der Umgebung. Ich denke aber, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir dann die Kontrolle erstmal auf unseren Hauptsitz verlegen. Genau. So, da kümmern wir uns jetzt erstmal drum. Mehr Entwicklung kann auch hierhin. Genau, mehr Entwicklung hier. Und dann bekehren wir hier auch. Und wir werden Island dann an Basti geben. Weil ich denke, das ist für ihn deutlich besser, wenn er dann später den Titel auch haben kann davon. So, geben wir ihm das. Zack. Und den Rest werden wir ihm auch noch geben. Und die anderen beiden. Aber das machen wir, wenn wir müssen, wenn wir soweit sind. Jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, hier den einen liebenswürdigen Jarl Thorfinn, euer Sohn Erik, ist sicher in Flandern eingetroffen und ich werde auf der Stelle mit seinem Unterricht beginnen. Sehr schön. Er mag uns jetzt auch ein bisschen. Das freut mich. Und ihn brauchen wir hier nicht mehr zu beeinflussen. Bei Eriks Vormund möchte ich das gerne auch noch tun, weil eventuell kann er ja irgendwie das Kind negativ beeinflussen, wenn er uns nicht mag. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dementsprechend sollten wir da vielleicht auch mal gucken, dass wir uns mit ihm gut stellen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Jetzt gucken wir uns mal eben die Situation mit Graupelz der Unruhestifter. Mein Ratsmarschall Häuptling Dorfen kommt zu mir mit Wut in den Augen und einem Hund in der Hand, den er am Nacken hinter sich herschleift. Als er mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Graupelz handelt. Ich fand diese Bestie zwischen meinen Habseligkeiten. Was nicht zerkaut war, war mit Kot beschmiert. Sie ist doch nur ein Hund. Ich werde euch entschädigen. 50! Nee, ich gebe dir keine 50 Gold. Ich brauche den Titel von Öland. Da kann ich doch hier nicht. Nee. Inspiriertes Maß halten. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Corey darüber dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie meinte, sie habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Okay. Es kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen. Also, es wird ein Dieb zum Tod verurteilt und man sollte sich nicht übernehmen. Vielleicht sollte man nicht klauen. Das wäre eigentlich sinnvoll, aber okay. Maßvoll ist sehr gut. Das ist wirklich nicht schlecht. Gesundheit, kleiner Bonus, dazu noch Verwaltung, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Gerecht ist auch nicht schlecht, hatten wir neulich beim anderen Kind. Und hier haben wir zynisch, das ist überhaupt nicht gut, finde ich. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde sagen, maßvoll ist schon eine gute Sache. Das machen wir. So, wie wir jetzt mit ihm verfahren, weiß ich noch nicht. Er erholt sich natürlich auch. Aber wir haben uns auch sehr gut erholt. Wir werden jetzt noch warten, bis die Aufgebote ihr Maximum erreicht haben. Wir könnten hier auch Aktivitäten starten, aber es würde auch wieder mit Kosten einhergehen. Und ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitze ist mir mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Höfling. Die hat irgendwie ziemlich viele Probleme, oder? Wahrscheinlich, weil sie geistesgestört ist. Aber irgendwie, wer sollte sie töten wollen? Sie hat nicht mal, sie ist ein Höfling. Also, soll sie machen?
Sleipnir Pferdenar, mein Ratsmarschall, beäugt Sleipnir eingehend und nickt zustimmend. Ihr habt ein prächtiges Ross, Jarl. Wenn ich einmal mit ihm ausreiten dürfte, würdet ihr mir eine große Ehre erweisen. Viel Vergnügen. Niemand außer mir reitet Sleipnir. Ja, wir sind bald da, ne? Also ich würde sagen, wir nehmen Prestige, weil wir sind fast da. Und wenn wir Illuster sind, haben wir einige Vorteile. Wir sind auch fast bei den Aufgeboten am Limit. Und Kriegsführung haben wir ebenfalls. Wundervoll. Hier geht's weiter. Harte Herrschaft, Schreckenszuwachs, Belagerungsfortschritt gegen Aufstände und Fraktionsmilitärstärke. Finde ich jetzt nicht so toll. Schreckenszuwachs finde ich schon gut. Aber der Rest, ja. Das hier hingegen ist wirklich nicht schlecht. Wenn wir mal wirklich Söldner brauchen, dann sind die günstiger. Aber das hier gefällt mir am meisten. Und zwar absolute Kontrolle und vor allem auch der Aufseher. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich denke, wir gehen jetzt auch wieder auf den Schwerpunkt für auf Autorität, weil wir die Kontrolle brauchen. Wir könnten eigentlich auch ganz woanders hingehen, aber ich denke, gerade der Kontrollezuwachs hier, der bringt uns momentan einfach am meisten, weil wir einfach verdammt viele Ortschaften haben hier oder Grafschaften, die wir unter Kontrolle kriegen müssen und das dauert einfach unglaublich lange. Aber ihr seht, wir haben hier eine sehr gute Erhöhung, also das geht richtig schön nach oben und bald, was haben wir denn hier? Mein Ratschmiede ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Sie ist sicher, dass mein Champion Zellach ein Komplott schmiedet. Das Opfer, mein Höfling Gerdor. Zellach, das ist ein Champion von mir. Nicht unbedingt der beste Champion. Mit 13 entbehrlich. Werft ihn ins Gefängnis. Zellach wird als Agent im Mord gegen Gerdor bloßgestellt. Zellach bleibt auf freiem Fuß. Ich würde sagen, das machen wir einfach, aber er wird bloßgestellt, die Leute wissen Bescheid und der Mord wurde vereitelt, weil ich habe keinen Bock jetzt gerade Prestige aufzugeben. Wir brauchen. Und Grima wird erwachsen. Ui, dann können wir sie auch verheiraten, würde ich sagen. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Auch wenn Grima ein neugieriges Kind war, das immer gern gelernt hat, fiel es mir, ihr im Lauf der Jahre zunehmend schwerer, sich zu konzentrieren. Sie war nie wirklich gelehrsam, doch wenigstens beherrscht sie sicher gewisse Zitate aus den Klassikern. Sie wird wahrscheinlich nie große Theoreme verfassen, doch vielleicht wird sie welche lesen und verstehen. Erkenntnisreicher Denker. Ja, das ist nicht so gut, aber immerhin. Immerhin. Dann schauen wir mal, Grima. Grima ist jetzt 16 Jahre alt, wir sollten sie mal langsam verheiraten. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was für einen Ehepartner wir da bekommen können. Ich würde matrilinear, würde ich eigentlich ganz gut finden. Und dann können wir auch mal ein bisschen sortieren, ein bisschen schauen. Dass wir zum Beispiel einen gesunden Mann haben, der erwachsen ist. Ich würde sagen, unsere Kultur. Also, ja, wie wir. Religion, Aosatru. Ansonsten würden wir ihn bekehren müssen. Ich möchte da schon drauf achten. Und wir können darauf achten, dass er ein irgendwo stand das. Eigenschaften, vererblich, genau. Dann können wir hier sehr mächtige Kinder zeugen, potenziell. Und zwar Herkules ist verdammt gut. Gesundheit, gewaltiger Bonus. Da holen wir uns einen schönen ran hier, weil wir sind ja schon intelligent. Oder ist Grima intelligent? Ich bin mir gerade nicht sicher. Grima, bist du intelligent? Nee, aber trotzdem sollten wir versuchen, die Kinder da ein bisschen voranzubringen. Und Herkules ist natürlich eine ganz schöne Sache. Auch hier könnten wir natürlich intelligent nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen dann Herkules. Er sieht soweit ganz gut aus, aber wir könnten natürlich auch die Bündnismacht nehmen. Da sie sowieso nicht intelligent ist, wird sie wahrscheinlich keine großartigen Kinder gebären. Na gut, die hätten dann Herkules, aber die haben halt nicht die Intelligenz drin, was echt schade ist. Wir könnten natürlich Intelligenz nehmen, aber vielleicht machen wir es so.
dass wir es für ein Bündnis nehmen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann nehmen wir sie eher für ein Bündnis und später die anderen, die intelligent sind, da versuchen wir dann wieder bessere Kinder zu zeugen, die dann beide vererblichen Eigenschaften haben. Das wäre eine Möglichkeit. Dann machen wir das so und dann gehen wir nach Bündnisstärke, Bündnismacht. Und da haben wir hier nicht mal schlechtes Bündnis. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, hier haben wir einen gesunden Mann. Er ist maßvoll, er ist tapfer. Was dazu führen kann, dass er stirbt, ist ein Champion. Er ist ein Sohn. Er ist kein Champion, der Sohn. Wobei ist er? Der kann auch Champion sein, oder? Nee, Sohn von Häuptling, da steht nichts von Champion. Und ich glaube, dann würde da stehen, Sohn und Champion. Also, mach mal so. Matrilinear, das heißt, es wird in unser Haus geboren. Und genau das möchte ich auch. Zack. So, dann haben wir ein Bündnis und wir haben die Kinder auf unserer Seite. Das war mir wichtig, damit wir weiter unsere Dynastie hier stärken können. Und wir bekommen natürlich noch weitere Bündnisse dazu. Das ist sehr schön. Wir sind jetzt auch hier an einem Punkt, wo wir, ich denke, anfangen können. Wir können jetzt mit dem Krieg beginnen. Wobei, wir warten noch auf Illuster, würde ich sagen. Na, wobei, das dauert jetzt schon relativ lange und wir haben das Geld auch nicht für den Titel. Wir könnten natürlich gucken, ob wir hier noch irgendwo Krieg provozieren können. 1200, das wäre vielleicht auch eine Idee. Den stecken wir locker in die Tasche. Ich würde sagen, Ossori nehmen wir ihm mal weg. Oder was ist denn sein Hauptsitz hier? Kann man das nachvollziehen? Das sieht man hier gar nicht. Doch, hier da. Das ist der Reichssitz. Das heißt, den nehmen wir ihn weg. Ich weiß nicht, ob das einen großartigen Einfluss auf ihn hat. Aber ich will es mal ausprobieren. Das können wir noch eben machen. Die Sammlung werden wir hier runter verlegen. Ich schau mal eben. 25 Tage, okay. Ausgezeichnet. Allzu gern nimmt er an. Sehr schön. Wobei er ist 54. Gut, das ist aber nicht der, der angenommen hat, ne? Nein, ich wollte schon sagen, habe ich da jetzt irgendwie falsch geguckt? Nee, alles gut. Ich wollte jetzt keinen alten Knacker geben. Aber die Bündnismacht ist halt schön. Das können wir durchaus gebrauchen. Für die kleinen Fische hier nicht. Aber wenn wir dann wirklich hier mal richtig auf den Putz hauen, dann wird das durchaus eine Rolle spielen. Wir sind jetzt bei 1700 und wir sind aufgestellt mit 2400. Uiuiui. Das ist sehr schön. Sogar hohe Güte hier. Ja, genau, wir sollten mal langsam Militär erhöhen hier, die wollte ich eigentlich in der Folge noch machen. Habe ich völlig vergessen, tut mir leid. Machen wir in der nächsten, ja? Aber jetzt wollte ich am Ende hier noch mit euch in den Krieg ziehen und ihm seinen Reichssitz wegnehmen. Irgendwas wird belagert. Ach, er ist da oben hingegangen und belagert jetzt da, okay. Mein Ratspitze ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Mein Gemahlin schmiedet Ränke. Mein Oberhäuptling Joron schmiedet Ränke. Das Opfer mein Höfling Gerda. Okay. Warum wollen alle Gerda umbringen? Oder Gerda? Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Tut mir leid. Die Holländer sind gute Menschen. Nordmann sind moralisch überlegen. Was machen wir? Und bekommen hier auch noch Prestige dazu und sind kurz vor Illuster. Hier haben wir eine weitere Tochter. Da kann ich kurz einen Namen rausnehmen und zwar ja Lola oder Luna. Luna war zuerst da, also nehmen wir Luna. Ich muss das jetzt so machen, weil wir haben nur zwei Namen, da brauche ich das Rad nicht für drehen. Deswegen nehmen wir Luna. So. Hat sich jemand gewünscht. Und
Als ich und meine Ratsmitglieder zu unserem Treffen versammeln, kommt mein Hund Graupelz mit Bettel, Blick und traurig hängendem Schwanz zu mir. Er ist nicht gern allein, doch dies ist eine wichtige Besprechung. Ja, die verlieren dann. Ja, ich lasse sie nicht bei uns sein. Graupelz, die Ratversammlung. Oh, hoppla, böser Hund. Ich verlasse den Besprechungssaal. Es ist was Schlimmes passiert. Wir konnten ja die Wahrscheinlichkeiten sehen, beziehungsweise dass entweder etwas Schlimmes passiert oder es passiert gar nichts. Und in dem Fall hat er seine Gemächer vollkommen verwüstet. Ich will jetzt nicht alles vorlesen hier, weil ich finde das zwar immer ganz nett, aber da hier oben können wir die Forderung schon durchdrücken. Machen wir auch einfach, weil er hat da oben noch gar nicht erobert. Das heißt, Forderung erzwingen und zack, haben wir ihn in der Tasche und sind kurz vor Illuster. Also, da können wir noch drauf warten, bevor wir dann hier hinten einfallen bei den Sudria. Na gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, haben wir hier am Ende noch schön was geschafft. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und genau, wir können mal eben kurz, bevor ich das mache, noch eine Domäne abgeben. Hier an den lieben Basti. Der bekommt nämlich, sobald wir Irlandkönig sind, dann auch einen schönen Titel. Zack. Dem gehört jetzt hier oben schon einiges. Genau, mächtiger, der nichts von euch erwartet. Sehr schön. Ist ein Spielererbe auch noch. Das ist sehr, sehr schön. Ist allerdings über der Domänenschwelle. Oh. Vielleicht sollte ich ihm dann eins wieder wegnehmen. Geht das? Hm. Na, wir schauen mal. Das ist natürlich nicht so schön. Aber dann wissen wir Bescheid, dass wir ihm erstmal nichts mehr geben müssen. Vorerst. Ja, falls es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.